Hallo, hier ist Silke. In einem der letzten Videos habe ich euch gezeigt, was man so als Rohköstlerin gerade so an Obst und Gemüse bei sich zu Hause haben kann, regional, saisonal wie auch Südfrüchte. Jeder, der sich nicht mit Rohkost beschäftigt, mit Rohkosternährung beschäftigt, wird dem zustimmen, ja, das ist Rohkost. Aber Rohkost ist noch viel mehr. Es gibt noch so viele Lebensmittel, mittlerweile in Rohkostqualität wie Nüsse, Trockenfrüchte, Mandelmuse, also Nussmuse, Kokosöl, Kokosmus, Superfoods, Kakao, das gibt es mittlerweile alles auch in Rohkostqualität. Damals, so vor 12, 13 Jahren, als ich mit der Rohkosternährung begann, immer mal phasenweise, war mir klar, Obst und Gemüse, das ist Rohkost. Aber ich habe da auch zum Beispiel angenommen, die Nüsse, Mandeln, Trockenfrüchte, das ist auch alles Rohkost und habe das auch ganz normal im Supermarkt gekauft. Ich habe mir damals auch oft Müsliriegel hergestellt aus Datteln, Nüssen, Vanille und habe auch dafür Haferflocken verwendet, die ich schon so als Haferflocken auch im Handel gekauft habe. Mir war gar nicht klar damals, dass die Haferflocken ja bedämpft werden, dass die definitiv keine Rohkostqualität haben. In meiner jetzigen Rohkosternährung verwende ich kaum Getreide. Also damals habe ich mir auch noch Roggen, Weizen gekeimt, mir wie gesagt diese Müsliriegel gemacht. Ziemlich viel. In meiner jetzigen Rohkosternährung verwende ich Roggen und Weizen überhaupt nicht mehr. Ich keime mir ab und zu mal Buchweizen, also ein glutenfreies Getreide. Und wenn ich Müsliriegel herstelle, für meine Jungs zum Beispiel, dann nehme ich Nackthafer, der auch keimfähig ist, und flocke den selbst frisch und verwende ihn dann auch frisch. Und hat dann definitiv Rohkostqualität. Ja, also mittlerweile gibt es, wie gesagt, so viele tolle Lebensmittel in Rohkostqualität, die eine Rohkosternährung enorm bereichern. Und ich habe jetzt das, was ich gerade zu Hause noch habe, an Trockensachen sozusagen, habe ich jetzt mal hinter mir auf dem Tisch ausgebreitet und wollte einfach mit euch mal einen Blick drauf werfen und euch zeigen, was Rohkost noch sein kann. So, wo fangen wir an? Wir fangen mal hier bei den Hülsenfrüchten an. Also man kann auch als Rohköstlerin Hülsenfrüchte essen, aber man keimt sie eben. Hier haben wir Süßlupine, kann man wunderbar keimen. Auch Kichererbsen lassen sich wunderbar keimen, ganz unkompliziert. Ebenfalls braune Linsen oder Mohnbohnen. Sehr eiweißreich und vitaminreich. Hier habe ich schon mal was gekeimt und zwar sind das Alfalfa-Sprossen. Die keimen noch, die können noch ein bisschen wachsen. Die haben sehr, sehr viel Kalzium und Vitamine. Wunderbar. So, die stelle ich erstmal hier her. Dann geht es weiter. Hier ist der Buchweizen, wie gesagt, glutenfreies Getreide. Das ist das nahezu das einzige Getreide, was ich verwende, gekeimt. Und nehme ich auch zum Beispiel, um Pizzaböden zu machen. Hier haben wir Zweigdatteln, hier Mandeln, alles in Rohkostqualität, Haselnüsse. Das ist Erdmandelmehl gemahlen. So, dann haben wir hier noch Walnusskerne. Steht sogar hinten drauf, Rohkostqualität. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Doch hier. Rohkost steht da drauf. Toll. Dann haben wir schwarze Rosinen. Ah, hier ist das mein geliebtes weißes Mandelmus. Damit kann man wunderbar Soßen herstellen. Oder es einfach auch so löffeln. Ganz toll. Kann man hier irgendwas. Kann man hier irgendwas sehen? Hier, Bio-Mandelpüree. Rohkostqualität. Super lecker. Hier haben wir nochmal Erdmandeln gehobelt. So, gehobelt. Hier haben wir Kakao. Kakaobohnen. Hier ist nochmal die Kakaobohne getrocknet. Da ist noch das Fruchtfleisch ringsrum. So wächst es auch in der Schote und wird dann einfach getrocknet. Dann hier haben wir nochmal Kakaopulver, hier im Glas nochmal Kakaobohnen und Kakaonips. Dann haben wir hier Mohn in Rohkostqualität. Dann hier Nori-Blätter in Rohkostqualität. Hier sind noch ein paar Cracker, die ich gekauft habe. Pizza-Cracker. Dann so ein Bio-Möhren-Cracker. Zwischendurch ganz toll. Hier haben wir das Kokosöl. Das kann man nicht auch nur für die Rohkosternährung verwenden, sondern auch zur Körperpflege. Wunderbar. Dann haben wir hier das Kokosmus. Das ist halt das Kokosöl und das Fruchtfleisch gepresst. Bio-Kokosmus. Hier haben wir die Goji-Beeren, ein Superfood. Hier haben wir noch Pekannüsse, Kokoschips. Hier haben wir Medjool-Datteln. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Medjool-Datteln, die großen, saftigen Datteln. Und es gibt sogar Rohkostschokolade. Also man muss auch als Rohköstlerin nicht auf Schokolade verzichten. Da hätten wir hier
eine Handschokolade Organic Raw Vegan. Und hier ist noch eine kleine 95% Kakao und Zimt. Dann gibt es noch von die Love Choc. Da gibt es verschiedene Sorten: Mandelfeige, Kirsch Chili, Kakaonips, Ananas Inkabeere. Hier noch verschiedene wie Fruchtriegel: einmal mit Kakao, Hagebutter, Kokos und Chiasamen. Dann haben wir hier noch getrocknete Ananas, getrocknete Goldfeigen, dann haben wir noch Kakaobutter. Wir stellen auch ab und zu Schokolade selber her, kann man mit dieser rohen Kakaobutter wunderbar. Dann haben wir hier Spirulina-Pulver, Algen, also Algen, hier Chlorella und hier sind Spirulina und Chlorella-Presslinge, gerade im Winter. Wenn es wenig Wildkräuter gibt, kann man die sich mit in den Smoothie, kann man dem den Smoothie hinzufügen und hat dann ein wunderbares chlorophyllhaltiges Getränk. Dann haben wir Lokuma, ein Fruchtpulver, kann man auch verschiedene Desserts damit machen. Karapulver, ein wunderbarer Kakaoersatz, Rohkostqualität, Vanille, Rohkostqualität. Hier haben wir noch Maca, auch ein Superfood, das ist eine getrocknete Wurzel aus Peru, also die wird zerrieben. Das ist eine Wurzel, die wird so Pulver zerrieben. Dann haben wir hier Goldleinsamen, kann man auch wunderbar Cracker machen. Hier haben wir normale braune Leinsamen. Gibt es nochmal Rosinen, Macadamia-Nüsse, Paranüsse und wilde Erdnüsse. Also relativ abwechslungsreich, also relativ gefüllt der Tisch. Aber man muss dazu sagen, das macht eine Rohkosternährung sehr, sehr abwechslungsreich. Also es ist nicht nur Obst, Gemüse, nicht nur Möhre, Salat und Karotte. Aber meiner Erfahrung nach ist es immer wichtig, so viel wie möglich frisch und unverarbeitet zu essen. Und diese Trockenprodukte, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, werten eine Rohkosternährung natürlich auf, lassen sie auch nicht langweilig erscheinen. Oder gerade wenn man sich mit Freunden trifft oder Freunde zu Besuch hat, kann man immer was Tolles mitbringen. Zum Beispiel eine Rohkostschokolade verschenke ich immer sehr gerne an Freunden. Oder mache aus den verschiedenen Zutaten tolle kleine Gerichte oder kann ja auch Kuchen machen, Pizza, das ist alles möglich in Rohkostqualität. Ich habe jetzt auch schon was gerade da, an Gourmet-Rohkost sozusagen, an etwas zubereiteten. Ich zeige euch das mal. So, da hätten wir hier zum einen, das ist Rohkost-Sushi. Das mache ich total gern für Freunde oder nehme das irgendwo mit hin, das ist immer sehr beliebt. Hätten wir hier, das mit Zucker dreifarbig. Kann man alles in Rohkostqualität herstellen. Man braucht dazu auch keinen Reis. Man nimmt einfach ungeröstete Nori-Blätter und füllt die mit Gemüse. Dann haben wir hier Cracker aus Leinsamen. Müsli-Riegel, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus Haferflocken und verschiedenen Trockenfrüchten und Nüssen. Und Datteln, das sind Kugeln aus Datteln, Erdmandel und Zimt. So. Jetzt habe ich euch gezeigt, was Rohkost noch sein kann. Und ja, genau. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.